Wir besuchten den Landwirt Gerhard Jöchlinger beim landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters Helmut Jöchlinger in St. Michael. Schon beim Betreten des Hofs fällt auf, dass man sich auf einem Vorzeigehof befindet. Gepflegte Grünanlagen, liebevoll gestaltete Blumenarrangements. Ein Blick in den weitläufigen Stall gibt Einblick in die tägliche Arbeit des Landwirts. Herzlich willkommen auf unserem Betrieb Fulger Oetl, der seit dem 15. Jahrhundert auf diesem Standort existiert. Wir besitzen in diesem Stall 60 Stück Rinder, davon sind 25 Milchkühe und der Rest ist Nachzucht und die Stiere, wobei die Nachzucht den Sommer auf der Alm in der Reitingau in Mautern verbringt. Zweimal täglich geht das Licht im Melkstall an, der mit dem Kuhstall verbunden ist. Wenn nun die ersten Kühe in den Melkstall kommen, werden erst einmal die Euter von Hand gereinigt, da die Kühe eventuell im Streu lagen. Dann kommt die Melkmaschine zum Einsatz. Sie melkt dann die Kühe. Es hängt von der Kuh ab, wie viel Milch sie gibt. Kühe, die vor kurzem gekalbt haben, geben natürlich mehr Milch. Die Milch wird durch den Filter in einen großen Tank geleitet. Dort wird die Milch gekühlt. Die Plaketten zeugen von den Milchleistungen der Kühe im väterlichen Betrieb von Helmut Jöchlinger. Jetzt geht es wieder auf die Weide, um frische, gute Gräser zu fressen. Karin Jöchlinger holt die frische Milch für die Joghurt-, Topfen-, Fruchtmolke- und Butterproduktion, die ab Hof immer frisch gekauft werden kann. Wir schauen Karin Jöchlinger bei der Joghurtproduktion über die Schulter. Die Rohmilch wird auf ca. 94 Grad erhitzt und dann auf 40 Grad abgekühlt. Danach wird die Joghurtkultur eingerührt. Die so vorbereitete Milch wird in die sauberen Gläser in den Joghurtbereiter gesetzt. Die Milch muss man danach 9 bis 10 Stunden fermentieren lassen. Die tagesfrisch zubereitete Fruchtkomposition, nach eigenem Rezept entwickelt, wird nun dazugerührt und dann ab in den Kühlschrank. Diese Spezialitäten können ab Hof oder im Naturkostladen Klein aber Fein bei Andrea Lassacher und am Bauernmarkt in St. Michael jeden ersten und dritten Freitag im Monat gekauft werden. Naturnah, direkt vom Bauern. Das sollte die Philosophie beim Einkauf von Milchprodukten in der Region sein.
Namen der Landjugend darf ich Sie recht herzlich einladen, am 4. August, Beginn 11 Uhr, uns zu besuchen zu unserem alljährlichen Hoffest.